Nun möchte ich noch Seitenumbrüche machen. Ich mache das jetzt relativ simpel. Ich klicke vor innere Planeten, Layout, Umbruch, einfach ohne Abschnittwechsel Seite auf die nächste Seite. Dann Asteroidengürtel. Oh, da muss ich Format übertragen. Entschuldigung, habe ich vergessen oder nicht genau markiert. Furchtbar. Jawohl. Einfach vor, nicht vor die Nummer klicken. Das haben wir nicht vorhanden geschrieben, sondern das vor unser Text. Und dann Layout zum Beispiel Umbruch, Seitenumbruch. Äußere Planeten. Ich mache mit Ctrl Enter. Und dann transneptunische Objekte dicker. Ctrl Enter. Wenn ich treffe, Ctrl Enter, jawohl. Und jetzt, wir sehen, wie schön die Nummerierung, Seitennummerierung, wie passt sich das an? Ortische Wolke, Ctrl Enter. Dann Abbildungsverzeichnis machen wir auch, Ctrl Enter. Die Verzeichnisse verteilen wir auch. Und nun haben wir eine Struktur über mehrere Blätter. Okay. Nicht schlecht. Klick auf Prozent, klick auf mehrere. Die Zwischenablage kann ich schließen. Entschuldigung. Schwupps. Jetzt klick auf Prozent, der klick auf mehrere Seiten. Ich sage drei Seiten nebeneinander anzeigen. Zack. Und dann sehe ich, so sieht es aus. So sieht es aus. Also langsam aber sicher gewinnt das an Struktur, an Inhalten. Noch nicht so wahnsinnig, aber Struktur ist eigentlich vorhanden. Und jetzt möchte ich Folgendes machen. Ich will irgendwie Inhaltsverzeichnis da haben. Ich möchte, dass diese Kapitel schön dargestellt werden. Da. Kein Problem. Position beziehen, Referenzen und nicht Fußnote einfügen. Da waren wir schon. Sondern Inhaltsverzeichnis einfügen. Schwupps. Und zwar ein Inhaltsverzeichnis mit einem Bezug zu Überschriften. Schwupps. Oh, schon gemacht. Ohne Probleme. Aber ich merke jetzt, wo sind die Monde? Die Monde, die sind gar nicht da. Warum? Die Monde haben wir als Überschrift 4 immer noch definiert. Und das ist nicht so toll. Wenn ich Überschrift 4 im Inhaltsverzeichnis, ich mache ein bisschen größer, wenn ich Überschrift 4 im Inhaltsverzeichnis bräuchte, dann kann ich nicht einfach Standard-Inhaltsverzeichnis nehmen. Ich muss es entfernen. Ich muss dann schon sagen, Inhaltsverzeichnis, benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Und jetzt muss ich sagen, Inhaltsverzeichnis schon gut. Ebenen anzeigen, nicht 3, sondern 4. Okay. Und jetzt wird die vierte Ebene auch angezeigt. Und jetzt merke ich, ja, hoppla, stopp, Moment mal, da habe ich noch vergessen, dass das Überschrift 3 ist, nicht Überschrift 4. Mit Ctrl und Klick auf Mond komme ich zum Textstelle Mond. Zack, Start. Überschrift 3, schon gemacht. Format übertragen, Klick, Klick. Phobos und Deimos. Dann Europa und Io und Titan. Die. Ja, das ist alles. Format übertragen. Abschalten. Jetzt kann ich mit Ctrl G sagen, gehe zu Seite 1. Und ich bin auf Seite 1. Und das war etwas ganz.